Robert, heute Erster, mein Jung. Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, du hattest einen tollen Tag und vielleicht den einen oder anderen Trade genommen. Nee, zurzeit ruhig gerade. Ist wahrscheinlich auch das Beste, was man machen kann, ne? Obwohl man ja wirklich sagen muss, dass sich der DAX sehr gut hält heute, ne? 2%. Alles andere im Minus, aber ordentlich. Andere Baustellen sind auch wichtiger, Robert, ne? Ich denke, Familie und alles geht vor. Auf jeden Fall. So. 1 Minute Chart SPX. Ne, wollen wir natürlich nicht drauf hier. Jango, Kes, guten Abend. Aro und André. Matthias. Finde deine Videos sehr gut. Habe viel von dir gelernt. Das freut mich. Das ist das Hauptziel dieses Kanals gewesen. Fast angelaufen. Boah! Angetippt. 2500 und Jump up nach oben. Ah, okay, wir sind hier auf einem 1-Minuten-Chart, ne, Leute? Also mal keine FOMO. Aber ne, mal wieder das, was wir gesagt haben, ne? Es ist einfach diese Range hier. Hohe Volatilität in dieser Range, ne? Heute Morgen war das Ganze hier. Alles klar, oben angetippt, nicht geschafft. Runter, wieder angetippt. Boah. Ist wirklich hart, ist wirklich schwer im Moment, ne? Irgendwie vernünftig was zu predikten, weil wir einfach immer die ganze Zeit nur seitwärts laufen. Aber es war wieder nach dem Wochenende, ne? Wochenende glatt, runter, hoch, seitwärts. Runter, hoch, seitwärts, Jump, ne? Runter, hoch, seitwärts, Jump. Schauen wir mal, kann ich mir heute irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, wir kriegen noch einen ordentlichen Dämpfer. Aber können wir auch gerne gleich drauf eingehen. Wir sind gleich schon drauf, weil ich gesagt, geschrieben habe ab Minute 5. Weil ich habe heute Bock, eher irgendwie so ein kurzes Abendupdate zu machen. Ist ja jetzt in Anführungsstrichen nicht allzu viel Wichtiges passiert und gleich noch Lust habe, irgendwie Zeit mit der Familie zu verbringen. Deswegen wird das Ganze heute nur ein bisschen kürzer und wir fangen schon ab Minute 5 an. Matthias, das ist immer so eine Frage. Wie lange tradest du schon erfolgreich? Ich denke, für jeden ist das verschieden. Der Begriff erfolgreich ist sehr, sehr dehnbar. Sage ich einfach mal so. Nebenberuflich, seit vielen Jahren. Angefangen irgendwie so vor knapp 15 Jahren, würde ich sagen. Und dann hat es richtig gut auch mal zwischendurch einen vor den Arsch gegeben. Ich denke, das ist jedem passiert, wenn nicht mal mindestens irgendwie so ein Live-Konto schrottet oder so. Der hat das Ganze nicht miterlebt, was man, glaube ich, als Trader miterleben muss. Und ab einem gewissen Zeitpunkt dann wird man vorsichtiger und ja, eignet sich andere Strategien an, sage ich mal einfach so. Und erfolgreich. Seit, würde ich sagen, so gut 10 Jahren und hauptberuflich seit, ja, 8. Kai Martin, du alte Kackwurst, du alte Rakete, du heißer Schlitten, du. Robert, stellen wir mal 15 Sekunden Chart, das ist wenigstens was zu erkennen. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Nee, ja, komm. 1 Minuten sollten reichen. Das ist auch schon heftig genug. Ja, hier können wir aber gleich richtig was machen, ne? Ganz klar, das wird eine Kappe-in-Tunnel-Formation.
Aufpassen. Kommt gleich. Direkt hier auch mal bitte Long Leverage. Ne? Direkt rein. Wäre natürlich jetzt total schlecht, wenn es so kommt. Ne? Na komm, lass mal drin. morgen nicht Fetttermin, oder nicht? Nee, Mittwoch. André VN kennt endlich Philipp. Ich schaue seit ein paar Tagen die Low-Budget-Stories und schmeiß mich teilweise weg. Genau das, was bei jedem Trader schon durch die Kopf geht. Moin Mario. Ja, moin Mario. Ja, moin Mario. Mario. Mario, moin. Herzlich willkommen an alle, die zum ersten Mal da sind. Willkommen zurück an alle, die schon wieder da sind. Was machen Bitcoin? Hohe Vola, nichts passiert. Im Endeffekt weder nach unten noch nach oben. Also keine Möglichkeit, hier irgendetwas zu tun. Und von daher bleibt es bei den ganzen Szenarien, die wir seit Tagen, die wir seit Wochen, die wir, seitdem wir hier in dieser Seitwärtsrange sind, und das ist im Grunde genommen seit dem 8. Januar, bewegen wir uns hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und das ja in diesem Triangle. Ihr seht, auf Tagesbasis haben wir gestern zum ersten Mal eine rote Kerze gekriegt unter dieses Triangle. Und heute haben wir versucht, wieder in dieses Triangle hineinzukommen. Mal gucken, ob uns das gelingt. Schlecht wäre es, wenn wir den Tag beenden würden unter 38.000. Das würde ich als ein Zeichen nehmen der Schwäche. Und dann denke ich, werden wir morgen oder dann sogar vielleicht heute Nacht noch die 37.000 anlaufen. Und sollten die auf Tagesbasis halten, denn das und das und das und das und das und das ist alles Support. Und sollten wir die auf Tagesbasis verlassen, ein Tagesclose unter 36.900, ab die wilde Fahrt auf 34.000. Und dann gehe ich mal davon auch, dass wir auch da die finale Kapitulation kriegen bei Bitcoin in Richtung, keine Ahnung, ne, schlag mich tot, wer weiß das schon genau, 30, vielleicht auch 25.000. Ansonsten bleibt es bei dem Szenario, sollten wir auf Tagesbasis die 40.500 rausnehmen, Chance auf 42, danach 44.000, 46.000 und so weiter, bla bla bla. Die wichtigste Marke bleibt im Grunde genommen immer noch, ja, hier genau diese angetippte 46.000. Das ist super weit entfernt. Das sind vom aktuellen Zeitpunkt 9.000 oder 25% ungefähr. Quatsch. 21%. Bis dahin werden wir natürlich versuchen, schon einen Trade zu nehmen. Aber ab hier, wenn wir das nach oben hin nehmen sollten, ja, ab da kann auch wenigstens auch mal eine Rakete zünden. Ja? Davor haben wir natürlich noch super, super viele Resistance und davor müssen wir erstmal gucken, dass wir einen Einstieg finden, dass wir überhaupt dorthin kommen. Aber das werden wir schon noch zusammen schaffen, wenn wir nicht noch die nächsten zwei Jahre ebenfalls seitwärts laufen. Bei Ethereum sieht es ja ganz genauso aus. Auch hier, das ist eher ein, ja, das ist eher hier so eine Art Triangle, absteigender Keil und hier seitwärts laufen. Ne? Das Ganze kann sich noch ewig hinziehen, theoretisch gesehen bis zum 10. April. Glaube ich natürlich nicht, hoffe ich auch nicht. Dann am 10. April hat mein Bruder Geburtstag, würde ich sagen, leck mich mal am Arsch Ethereum, da habe ich was Besseres zu tun. Und von daher sollten wir auch hier auf Tagesbasis nicht die 2500 nach unten hin unterschreiten, 2480 um genau zu sein. Ein Tagesclose darunter wird uns mit Sicherheit in die 2350 führen. Und das ist diese goldene Linie, sollen wir die auch noch nach unten verlassen. Prost Mahlzeit, ab die wilde Fahrt zurück auf 2130. Na, das kann richtig heftig werden, das kann böse ins Auge gehen. Und naja, man muss ja schon fast sagen, damit ist irgendwann zu rechnen. Wann? Keine Ahnung. Wird's kommen? Ich denke schon. Ansonsten positiv logischerweise, das sieht man hier auf 4-Stunden Basis, das sieht man auf Tagesbasis, müssten wir erstmal hier eine Marke rausnehmen, 2630, dann geht es auf 2750, 2850, 2900, 3000, das wäre mal ein Wawa, aber puh, auch hier keine Möglichkeit. Immer wieder, wir scheitern hier im Grunde genommen seit dem 11. März, seit drei Tagen scheitern wir
über Rot zu kommen, 2600 und unter Grün zu kommen, 2510. Was soll man machen? Reden nichts. Genau, und das ist auch das Beste. Und das würde ich auch jedem empfehlen, Leute. Versucht hier nicht wirklich hier, wow, 1-Minuten-Timeframe. Ja, alles klar, Linie gebrochen, sofort rein. Ah, Leverage nicht vergessen. Und jetzt, boom, ah, okay, das wird noch mehr. Wir kommen noch weiter nach unten. Alles wird geil. Und dann geht's wieder hoch. Und nein, okay, ich gehe jetzt raus. Und dann geht's doch wieder runter. Leute, vergesst's. Ne? Lasst's einfach sein. Lass das für Carl the Moon und keine Ahnung. Aber ansonsten ist das wirklich hier ein Schmarrn. Guckt auf einen größeren Timeframe und da passiert einfach nichts. Lehnt euch zurück, macht gar nichts. Ich sag jetzt nicht verschwendet, ne? Verbringt, wirklich, verbringt die Zeit vernünftig mit der Familie oder mit Freunden. Macht Sport oder was weiß ich, ne? Irgendwas, was euch Freude bereitet. Ne? Das hier ist einfach nur langweilig und von daher lasst es bleiben, wenn sowas wirklich seitwärts läuft. Seitwärts läuft im Grunde genommen auch hier Litecoin zwischen diesen beiden Linien 107 und 101. Und wir verbringen im Moment die Tage zwischen diesen Linien, puppeln uns ein bisschen in der Nase und machen gar nichts. Im Grunde genommen können wir sagen, seit einer Woche laufen wir hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter und machen einfach gar nichts. Ich habe auch keinen Bock dazwischen zu traden. Das ist viel zu, in Anführungsstrichen, nervend, aufreibend und es zerrt wirklich an den Nerven. Im Grunde genommen ist das Ganze ein riesiger Kanal zwischen der 98, also grob 100 und der 113. Und sollten wir da mal nach oben oder nach unten hin ausbrechen, ja, dann kann man eine Fahrt losgehen. Aber vorher ist das Ganze doch eher, viel Geschwätz um nichts. Nichtsdestotrotz, auch hier die Marke von 107. 60, sagen wir einfach grob 108, wenn die auf Tagesbasis bricht nach oben, ja, dann steigen wir auf die 111 und danach auf die wichtige Marke von 117, 116,50 und ist das ziemlich genau. Und falls wir den Tagesclose mal wieder unter dieser grünen Linie verbringen, das ist die Marke von 101 Dollar. Ja, ich weiß, klingt komisch, ist aber so. Dann geht es zurück auf die 95 und wenn wir Glück haben, also mit Glück meine ich nicht immer, ich möchte, dass alles fällt, weil ich möchte, dass euer Depot sinkt, sondern dass wir Glück haben, dass wir für den nächsten Bullrun immer noch günstiger einkaufen können fürs HODL-Portfolio. Das meine ich nicht, das meine ich damit. Ich möchte nicht, dass einer von euch irgendwann sagt, ey, hier, ich bin 30.000 Euro mit meinen Coins im Minus, ich verkaufe jetzt alles und werde nie was mit Krypto zu tun haben, sondern das meine ich auf langfristige Sicht gesehen, dass wir Glück haben könnten, Coins nochmal für einen sehr, sehr günstigen Preis zu kriegen für den nächsten Bullrun, der mit Sicherheit kommen wird. Was machen XRP? 0,78% im Minus. Auch hier habe ich heute Morgen gesagt, hey, das ganze Ding habe ich verlassen und sollten wir auf 4-Stunden-Basis mal hier die 75 Cent nach unten rausnehmen, ist das mit Sicherheit nicht günstig. Das ist, ja, war heute, das war heute vor dem Morgen-Update, die grüne Kerze, das war im Morgen-Update. Jetzt haben wir wieder den 4-Stunden-Close darunter und sollte das Ganze passieren, der 4-Stunden-Close wirklich unter der 75 Cent liegen, dann fallen wir zurück auf 73,5, das ist diese rote Linie, sollte die auch noch brechen, ab auf die 70 Cent. Meiner Meinung nach sieht das Ganze eher so aus, als wenn wir Bock haben, hier noch weiter runter zu trenden, denn wir gehen dann gleich auch nochmal ganz kurz auf die Märkte ein und ich denke, die werden auch noch heute ordentlich einen vor den Latz kriegen. Weiterhin bleibt es dabei, Tagesclose, und das haben wir wieder hier oben auch nicht geschafft, über der Marke von 80 Cent ist das, ne, das hier ist 80,02, ne, komm, ich will ja jetzt auch nicht auf den Cent genau sein, aber 80 Cent Tagesklose drüber, hey, das könnte dieses Tor öffnen in 88 und danach 92 und dann können wir vielleicht auch danach mal auf den Dollar steigen. Auch hier bleibt es im Grunde genommen bei diesem riesigen Triangle, ne, und solange wir da in diesen beiden Linien sind, ja, machen wir auch einfach mal gar nichts. Beste Möglichkeit, auch hier jetzt gerade eine Seitenlinie zu stehen, genauso wie bei Cardano. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne? Wir, das ist eine tiefere Kerze nach der nächsten. Wir halten uns jetzt seit ewigen Zeiten wirklich hier an dieser grünen Linie auf. Das sind die 78 Cent. Also sollten wir die auf Tagesbasis mal nach unten hinbrechen? Das haben wir bisher nicht gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kerzen rein. Und jetzt aktuell, Achtung hier, würde ich jetzt nicht so als cool empfinden, wenn wir wirklich einen Tagesclose kriegen unter 78 Cent. Dann denke ich mal, gibt es nochmal einen ordentlichen Push in Richtung 75 und 70 Cent. Auch das wäre vielleicht für den nächsten Bullrun gar kein so schlechter Preis. Das Problem ist, seitwärts, hier kannst du nicht charten. Wenn wir so etwas haben, oh, schöne Bärenflagge, nach unten hin ausgebrochen, Retest, alles klar, Follow, Boom, rein. Ne? Aber hier, was willst du hier charten? Das macht keinen Sinn. Wenn ich nichts charten kann, dann mache ich auch nichts.
ist das Beste, was ihr dann wirklich tun könnt. VeChain 0,22% im Minus, auch hier 4 Stunden Basis wieder aufgeklatscht. Na, dann diese goldene Linie hier nochmal angetestet, als Widerstand bestätigt, wieder runter, wieder aufgeklatscht. Sollten wir nicht brechen. Haben wir jetzt schon auch so oft drüber geredet. Wir labern eigentlich seit dem 22. Februar darüber. Okay, wir haben hier Support. Okay, den sollten wir nicht brechen. Wenn wir den brechen, so wie hier, können wir zurückfallen auf 3,8 Cent, wieder aufgesetzt. Wenn wir den brechen, können wir zurückfallen, nicht gebrochen. Wenn wir den brechen, weil... Wenn wir, ist doch jeden Tag das Gleiche. Auch hier keine Möglichkeit, was heißt keine Möglichkeit, ne? Nichts zu tun. Aber kriegen wir den Tagesclose unter dieser blöden grünen Linie. Und das bleibt dabei. Das ist die 4,4 Cent. Kriegen wir den Tagesclose darüber, denke ich mal. Jo, so ein 10%er kann das nochmal locker abwärts gehen. Naja, dass wir da auf 4 Cent kommen. Und wenn wir, die Möglichkeit besteht mit Sicherheit, dass wir diesen Wick dann hier auch noch mitnehmen, der verläuft bei 3,9 Cent. Bei Solana sieht das Ganze richtig bescheiden aus, sage ich einfach mal. Auf Tagesbasis haben wir vor 4 Tagen diese grüne Linie hier rausgenommen und seitdem nicht zurückerobern können. Kein positives Zeichen. Wir haben das Ganze danach 1. Jo, moin. Wir haben das Ganze danach 1, 2, 3 Mal probiert und wir haben es kein einziges Mal geschafft und ziehen jetzt hier unter diese letzte Kerze hinaus. Ne? Das ist richtig, richtig, richtig bescheiden. Mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Ich gehe bei Solana davon aus, dass wir demnächst jetzt bald die 75 Dollar wiedersehen. Wenn die nicht halten, sehen wir die 70 wieder. In Richtung Norden muss ich da, glaube ich, schon mal fast gar keinen Kommentar mehr abgeben, weil es einfach sinnfrei ist. Denn eine wirkliche vernünftige Long-Position, wo wir darauf hoffen können, dass wir hier auch mal wieder weiter ansteigen. Ja, dann müssen wir mal wieder ein höheres Hoch auf Tagesbasis bilden. Dann müssen wir mal wieder hier über die 89, naja, über die 90 kommen. Ja, dann können wir das Ganze auch mal vielleicht in Richtung 100 reiten. Aber vorher, was soll ich vorher machen? Ne? Macht nicht so viel Sinn. Bei Luna ganz genau das Gleiche. Seitdem wir hier am 10. März die rote Linie nach unten hin verlassen haben, haben wir das Ganze 1, 2, 3, 4 Mal heute angetestet, haben es keine Mal wieder geschafft, das Ganze zurückzuerobern. Und deswegen ist das Ganze jetzt logischerweise auch richtig bescheiden. Und wir tippen gerade mal wieder die nächste Marke an 12,55. Und das habe ich ebenfalls gesagt, die 12,55 ist wichtig. Sollten wir die auf Tagesbasis nach unten hin verlassen, jo, dann rechne ich damit, dass wir die 12 Dollar wiedersehen. Wahrscheinlich eher die 11,50. Das kann ein schöner Schrott-Trade werden, definitiv bei Link. Erstes positives Anzeichen, wo man auch allerfrühestens was machen sollte, wäre der Tagesclose über der angesprochenen 13,27. Dann haben wir die Möglichkeit, den 13,77, 14, bla 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 bla. Aber da sehen wir, da sind wir überhaupt noch nicht angekommen und noch weit von entfernt. Hier ist die Zeichnung noch drin von heute Morgen und ich glaube sogar von gestern Abend war das Ganze. Da haben wir gesagt, sollten wir über die Linie ausbrechen, kann man den Ausbruch nehmen. Ausbruch genommen, an grün gescheitert, Ausbruch, Retest und dann hier wieder die grüne Linie nach oben hin ausgebrochen, Retest, aktuell Fail. Ja, die Kerze hat noch eine Stunde Zeit, um wieder darüber zu schließen. Schließt sie da drunter, ist das für mich kein positives Anzeichen und ich denke, wir fahren zurück auf die 87, ja, wahrscheinlich eher hier zurück auf diese goldene Linie und die nächste rote, das ist bei 84 irgendwas und sollte die brechen, dann denke ich mal, haben wir hier ein sehr schönes Top gesehen, denn wir haben prognostiziert oder wir sagen ja öfter, dass wir dann ausflatten, ne, dass die Türme immer weniger hoch werden, das ist ein sehr, sehr krasser Anstieg gewesen von hier unten nach da, das waren 61%, unfassbar krass, dann waren das Ganze 34% und danach waren das Ganze 31% und so flatten wir dann immer weiter aus und wenn wir jetzt hier ein tieferes Hoch bilden als dieses und danach noch ein tieferes Tief als dieses hier vielleicht, ja moin, dann dann kommt das, womit ich eigentlich schon eher gerechnet habe, und zwar, dass wir von der 75 runterbrechen, möglicherweise auf die 60. Und das wäre ein traumhafter Short-Trade für jeden, der danach sucht. Das war's für das Abend-Update von heute für Bitcoin, Ethereum und Co. Jetzt gehen wir alle zusammen nochmal ganz kurz auf die Märkte ein. Wie sieht's da aus? Der DAX hält sich
Richtig, richtig gut. Aber auch hier genau wie heute Morgen besprochen. Ne? Wir brauchen die goldene Linie auf Tagesbasis. Eins, zwei, drei, vierter Tag in Folge, wo wir es versuchen. Vierter Tage in Folge, wo wir es nicht schaffen. Aktuell, ihr seht das, wir sind ganz knapp darunter. Diese Marke ist unfassbar wichtig. Nichtsdestotrotz halten wir uns super beim DAX im Vergleich zum anderen. 2,11% im Plus. Aktuell. Richtig krank, während der Dow Jones 0,25, die Nasdaq 1,5 und der US 2000 sogar 2,2% im Minus ist. Richtig, richtig krank, sage ich einfach mal, wie der DAX sich da hält. Natürlich mittlerweile oder wahrscheinlich zurückzuführen auf die Friedensgespräche, die hätten stattfinden sollen, da wir in Europa sehr, sehr, ja, sehr, sehr viel härter involviert sind als die Amerikaner. Und gerade als die Gespräche mal wieder abgebrochen worden sind, verstehe ich eigentlich nicht, dass wir beim DAX immer noch 2,2% im Plus sind, sondern hätte mit einem deutlicheren Abverkauf jetzt noch gerechnet. Ich denke aber, zu späterer Stunde wird das noch passieren, denn wenn wir uns das Ganze jetzt mal hier angucken, auf einem kürzeren Timeframe im Dow Jones sind wir die letzten Stunden auch hier eine schöne Linie bam, drunter gezogen und auch hier unter diese grüne Linie und haben jetzt auch hier diese Los und Schritten. Eine Erholung ist dann immer ein bisschen vonnöten. Das heißt noch lange nicht, dass wir heute aus der Nummer raus sind. Wenn wir dann harte Abverkäufe sehen, dann brauchen wir zwischendurch auch mal eine Kerze. Alles klar, die den RSI ein bisschen anhebt, denn ihr seht hier auf 15-Minuten-Basis, das war schon einigermaßen heftig. Bäh, 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 ne? Dann gibt es mal eine grüne Kerze, ab wieder hoch und danach, wenn wir das Ganze unterschreiten, wieder rund. Und jetzt hier genau das Gleiche. Wir bilden jetzt hier eine kleine Art Base. Vielleicht geht es von hier dann wieder ein bisschen hoch, aber ich rechne nicht damit, dass wir dann auf einmal heute Abend das hier sehen, sondern eher so etwas. Und dann können wir uns hier wahrscheinlich eine schöne Linie ziehen, ab durch und dann, dass wir heute Abend ordentlich abverkauft werden. Ich gehe jetzt nochmal so von einer, in Anführungsstrichen, kleinen Rallye aus in den Märkten, dass wir da nochmal ein bisschen hochkommen. Der DAX vielleicht nochmal auf die 13,9 oder sowas und der Dow Jones vielleicht nochmal auf die 33K oder sowas, um ein bisschen was zu retesten, dass wir heute Abend dann wirklich nochmal gut abverkauft werden und somit dann natürlich Krypto ebenfalls. Jetzt gehen wir nochmal über zwei, drei Fragen drüber und machen wir Schluss für heute. Wie gesagt, kurze Session, aber gibt auch noch nicht so viel zu belatschern. Und dann schauen wir mal. Tradest du auch auf Bybit? Ja, auf Bybit. Bybit ist meine Lieblingsexchange. Die kommt direkt nach Fimex. Ja. Und if you click the link down below in the description, you get money for free. Sehr, einen wunderschönen guten Abend für dich. TJ ist auch wieder da. Felix Kluge. Boah, Felix Kluge. Alter Falter. Ich war die ganze letzte Woche abstinent. Hab direkt von Mario geträumt. Jetzt wird's hart. Wisst ihr, wovon ich gestern geträumt habe? Von Philipp. Philipp! Philipp, ey, lass doch da unten nochmal. Hör mal auf jetzt. Nein, komm. Superchat von Lucky Mike, 2 €, jojo, heute wieder 1 Liter weniger getankt. Vielen Dank für deine 2 €, vielen Dank. Wirklich, Lucky Mike, das ist sehr, sehr nice von dir. Fast jeden Abend. So. TJ, dein Zweitkanal ist nice. Hab gestern reingestöbert. Das ist sehr schön für dich. Ich sollte auch mal wieder reinstöbern. Ganz, ganz schlecht, muss ich ehrlich sagen.
Ich muss einfach mehr, ne, mehr machen. Aber ihr seht auch im Moment, dass ich nur morgens und abends die Videos hochlade. Es ist einfach im Moment so viel. Ich muss Steuern nachholen. Das hält mich so auf, ne? Das wirklich, das hält mich so ab von dem, was ich eigentlich noch machen will. Von unserem gemeinsamen Projekt, von meinem Sparerprojekt, von meinem Zweitkanal und was weiß ich anders. Das kotzt mich richtig an, muss ich wirklich sagen. Und ich muss da jetzt einfach reinhauen, dass ich das von der Backe habe und dann kann ich mich auch wieder um die richtigen Projekte kümmern, ne? Mario, letzte Mail gelesen. Nee. Ja, ey, ganz ehrlich, wenn ihr da so rausballert, ne, dann brauche ich ein bisschen, um die Fragen rauszusuchen. Aber besser so als anders, ne? Adrian Thüssel, moin, grüezi. Ja, herzlich willkommen in unserem Chat. Du kannst mal richtig schön, kannst mal die Zipfel klatschen, ne? So, dann gibt es noch irgendetwas zu bereden? Gibt es noch irgendwas? Das wundert mich. Ach so, Leute. Short, Gold Short gerade. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wir werden jetzt heute und morgen noch relativ viel Volatilität sehen. Wahrscheinlich aber eher zur Downside hin. Warum? Ihr wisst, Mittwoch ist ein äußerst wichtiger Tag. Ja, Mann, falsches Ding. Wieso, Mario? Was ist denn Mittwoch? Ja, Mittwoch? Keine Ahnung. Noch nie was von gehört. Mittwoch. Mittwochabend. Mittwoch. B-b-b-b-b. Tada, wo ist es? Einzelhandelsumsätze 13:30 und abends. Zinsentscheidung der FED 19 Uhr, Pressekonferenz 19:30 Uhr, FOMC-Statement 19 Uhr. Also Leute, passt auf, wirklich. Wenn ihr jetzt die nächsten Tage einen Trade nehmt, vor allem Mittwoch oder was weiß ich, ne, da wird Volatilität, wir haben sowieso noch einen übelst hohen VIX, sage ich einfach mal, ne, Mario hat VIX gesagt, ne, ihr wisst, was ich meine, Volatilitätsindex. Ne, er ist noch relativ hoch. Wir sind hier bei 32. Ihr seht das. Und von daher sind die Moves, die kommen auch relativ hoch. Und diese Zinsentscheidung der FED, die ist so wichtig. Und niemand weiß, was passiert. Und niemand kann es predikten. Und niemand sollte dort vielleicht vorher schon reingehen und sagen: Ja, Inge! Ja, Franz? Ich weiß auf jeden Fall, wie das werden wird. Komm, wir gehen da jetzt schon mal short alle zusammen, ne? Nein, es weiß niemand. Ne, kann die Fed die Zinsen anheben um 0,25%? Jo, was wird der Markt dazu sagen? Ja, die Tabung war erwartet, ne? Da war nichts mit Inge. Short, da sind wir dann mal long, ne? 0,25% ist meiner Meinung nach, wird meiner Meinung nach erwartet. Und das wird vermutlich dazu führen, dass nichts passiert. Das heißt, dass die Kurse sich weiter aktuell von den Nachrichten bewegen lassen. Sollten wir etwas Höheres kriegen, 0,5, glaube ich, dass wir dort ja eine Gegenbewegung sehen in Richtung Süden. Und natürlich kommt es dann auch darauf an, was in diesem Statement steht, beziehungsweise was auf der Pressekonferenz gesagt wird. Ja, das kann alles, es ist genau wie letztes Mal, wo ich euch gesagt habe, Leute, lasst die Pfoten davon. Macht es nicht, ne? Handle ich. Lass den Markt erstmal wirklich reinkommen und lass den das mal ein, zwei, drei Tage verarbeiten, bevor ihr dann irgendwas macht. Ihr wisst genau, wie es letztes Mal gewesen ist. Es war genauso wie dieser Chart, ne? Ah ja, ah, alles geil. Fumo, Fumo, Puma, Puma, Leverage, Leverage, direkt bei mit VMIX, alles aktivieren, ne? Und dann ist das hier passiert. Boom. Ne? Und mit der Pressekonferenz der Fed, als der gute Jerome dann angefangen hat zu erzählen, ja, Wirtschaft ist ja alles geil und wir erholen uns ja gerade und ja, wenn alles weiter so läuft, dann können wir auch ein bisschen mehr anheben. Das hat den Pump vorher
direkt zunichte gemacht. Genau das Gleiche kann euch jetzt auch wieder passieren. Also passt wirklich auf, wenn ihr da am Mittwoch irgendwie einen Trade nehmen wollt. Ne? Wartet es am besten ab. Weiß nicht, ich glaube nicht mehr, dass die 0,5 erwartet werden. Die 0,5 wurden vorher erwartet. Ich denke, dass man jetzt aufgrund der Kriegsmeldung und so weiter eher mit von 0,25 ausgeht. Ne? All in XRP 250, habe ich vergessen. Ne, da kann euch auch nichts passieren. Scheiß auf Inflation, hohe Spritpreise und keine Ahnung, einfach alles in XRP stecken, ne, und dann habt ihr die Rendite. Es ist auch easy peasy. Ich meine, die Nummer ist doch leicht. Ne, wer da nicht durchblickt, der hat ja auch nichts vom Leben verstanden. Wenn ich das jetzt, ich investiere mich das. Inge, komm, wir machen das jetzt zusammen. Komm, wir investieren das jetzt hier mal, du. Pass mal auf. Ich zeig dich, wie das geht. So. Ich hau das jetzt einfach da rein. Sagen wir mal 5 Mille. Die hole ich hier aus meiner Portokasse. Die stecke ich jetzt da rein. Und dann geht XRP in 2 Wochen auf 2,50. 230%. Ne? Wenn wir jetzt die Inflationsrate haben von 5%, ja, leck mir am Arsch. 230% geteilt durch 5, ja, da bin ich ja 40 Jahre, bin ich ja dann draußen. Ne? Juckt mich ja nicht. So, ja, auch geil durchdacht, ne? 40 Jahre Inflation, dann bin ich ja draußen. Aber, ja, so kann ich mir vorstellen, ne? So handeln dann einige. Oh, das hast du sehr gut gemacht, Franz. Oh, du bist so klug. Da muss man sich dann keine Sorgen machen um Inflation, wenn XRP jetzt auf 2,50 geht, ne? Aber ihr seht immer wieder, und wenn ich auf YouTube gebe, als Krypto-YouTuber oder als jemand, der sich für Finanzen interessiert, und ich kriege die ganzen Vorschläge, dann werden mir immer wieder Sachen angezeigt, ob es neue, ob es alte YouTuber sind oder welche, die gerade reinkommen, irgendwelche 100.000 Dollar Trades machen und sagen, boah, der Coin geht. Und ich fange jetzt auch an zu schreiben. Da ist ein 1000% Signal. Und dann kommen die großen Finanzkanäle auch noch und sagen, hey, positive Nachrichten, dabei positive Nachrichten, dabei und bla bla bla. Und ihr seht immer wieder, die Nachrichten können so positiv sein, wie sie wollen. Es bringt nichts. Die Nachricht kommt, der Kurs steigt. Bis jeder von uns die Nachricht gelesen hat, ist das Ganze vorbei. So wie die Tage bei XRP. Bla 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 bla. Hoch. Und was hat es im Endeffekt gebracht? Auf lange Sicht. Genau. Gar nichts. Rein gar nichts. Wir stehen genau da, wo wir gestanden haben, als diese Scheißnachricht kommt. Diese Nachrichten und das, was die Leute schreiben und ja, hier alles positiv und jetzt, das muss doch mal und wir werden explodieren und keine Ahnung. Leute, nein. Es bringt euch nichts. Der Kurs gibt die Richtung vor und der Kurs sagt euch, wohin er möchte. Nicht die Nachricht. Ne? Natürlich ist es so, wenn wir jetzt mal, wir hatten die Tage ja dieses Versehen, wo dann gesagt worden ist, ja, alles klar, hier, Yellen hat dann aus Versehen da irgendwas gepostet und das wurde gesehen, bam, der Bitcoin steigt um 8%. Richtig, der ist um 8% gesteigt. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Das war das hier. Ne? Der ist dann gestiegen und dann kamen die ganzen großen Kunden, ja, Habt ihr gesehen? Wow, das ist doch jetzt super bullisch. Kryptoverbot ist direkt vom Tisch. Ab geht's auf die 60k, direkt 400% Signal. Und die Altcoins, die werden explodieren. Und dann haben wir in den nächsten Tagen wieder alles abverkauft. Ne? Also, wieder. Der Kurs gibt euch die Richtung vor. Ne? Diese Nachrichten, die sind gut und schön. Und wenn man wirklich die ganze Zeit vor Twitter sitzt und sagt, oh, alles klar, ich bin hier bei Elon Musk auf dem Twitter-Account und drücke jetzt F5. Ah, komm, ich hau mir noch einen Energy Drink rein. Oh, ja, oh, ich bin seit 46 Stunden wach. Nochmal F5. Und dann postet er eine Nachricht und sagt, Dogecoin. Und dann steigt Dogecoin um 10%. Jo, dann könnt ihr davon profitieren. Das stimmt. Und was passiert dann mit Dogecoin?
Richtig. Einen Tag später steht er wieder genau da, wo er gestanden hat. Die Analyse ist immer noch das Beste, was euch passieren kann. Und wenn man, wenn man sich das mal wirklich anguckt, das ist übrigens das Amazon-Fraktal, das hatte ich hier noch drin, sehr interessant. Wenn man sich dann das wirklich mal anguckt, dann sind zum Beispiel, oder der Anfang dieses Bullruns oder des Bullruns, der gewesen ist, blablabla, wie man möchte, der wurde ja nicht von der Nachricht getrieben. Kam denn hier bei 9650, kam denn da eine Nachricht, dass wir hier so angestiegen sind? Nee, im Endeffekt war es doch einfach nur das Breakout über diese Linie. Und hier haben wir das Ganze retestet und dort fing der Bullrun an. Das war nichts mehr als technische Analyse. Dieses nach unten, das war Corona. Das hatte auch nichts damit zu tun. Ne? Genauso wie es hier hinten damit was zu tun hat. Da sind wir auch über eine Linie hinausgeschossen. Ja, moin Amazon, mach dich mal vom Acker hier. Ne? Da sind wir auch über eine Linie hinausgeschossen. Richtig. Oh, Auflagepunkt, Auflagepunkt, Auflagepunkt. Und dann klatsch, das war's. Gab es da eine Nachricht? Nein. Ne? Also lasst euch nicht immer wieder von sowas verwirren oder irgendwie reinfomonen, reinzerren oder sowas. Diese Nachrichten und On-Chain-Daten sind gut und schön. Und das ist auch nett, sich das anzugucken und ich verstehe das auch alles, aber im Endeffekt hat es meiner Meinung nach nicht die Auswirkungen, die es hat, als wenn man den Kurs wirklich, wirklich beobachtet. Und es ist ganz auch wichtig, ne, dass wir kennen die Linien, die hier sind. Jemand, der das jetzt nicht kennt, der denkt, ach du Scheiße, ist das denn, Leute, ja, war hier Spider-Man aktiv oder was? Ne? Ey, nein, wir kennen die Linien. Wir wissen, dass die wichtig sind, ne, und wo die herkommen. Aber manchmal ist es wichtig, einfach alles wegzumachen und sich das anzugucken. Und was seht ihr da? Richtig. Pump und Dump. Pump und Dump. Seht ihr eine klare Richtung? Nein. Also müsste man im Moment einfach sagen, alles klar, das ist ein riesiger Kanal hier zwischen diesem Wick und diesem Wick. Das sind 34,5 und 46.000, ein riesiger Kanal und dazwischen machen wir gar nichts. So, im Endeffekt wäre das die richtige Entscheidung. Denn wir sehen hier eigentlich nichts. Ja, das war nochmal das Wort zum Sonntag, in dem Fall das Wort zum Montag. Aber ja, das ist einfach meine persönliche Meinung. Das kann jeder anders sehen und jeder soll es auch anders sehen. Und jeder soll sich auch verschiedene Meinungen holen. Ich finde es sogar gut. Ne? Man kann ja dann miteinander vergleichen, das ist überhaupt gar kein Problem. Und jeder soll sich dann einfach das rausziehen, was für ihn am wichtigsten ist und wo er denkt, ja, alles klar, mit der Sache komme ich am besten ja durch die Welt. Oder das hilft mir am meisten, das ist auch vollkommen okay. Ich für meinen Teil habe für mich einfach herausgefunden, dass mir dieses Ganze wirklich, diese Nachrichten und Faktenlage und dieses On-Chain-Daten und so, dass mir das persönlich erstens nicht so viel bringt, zweitens wäre das für mich auch so zeitintensiv, ne, mir überall diese On-Chain-Daten, bla 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 und sowas alles rauszusuchen, da würde ich so viel Zeit mit verbringen, um dann vielleicht etwas zu sehen, was mir die Charts auch sagen können. Und deswegen lasse ich das ebenfalls. Carsten, hau rein, bis morgen. Mario, bei Dome habe ich Order 31 und 24. Die Frage ist ja, die Frage ist ja, warum, guck mal, hier haben wir sogar super gemacht, ne? Haben wir gesagt, wenn wir die goldene Linie nach oben hinnehmen, müssen wir aber auch gleichzeitig die grüne nehmen. Nicht passiert, Träumchen. Und jetzt komplett Absturz. Und wer hier hinten auf mich gehört hätte, boah, der hätte aber jetzt schon massig Kohle in der Tasche. Achtung, das waren von dem Bruch dieser Linie zum aktuellen Zeitpunkt 43%, richtig crazy. Du hast Order bei 31 und 24, 31, also 4 Stunden Basis, sehr, sehr klar. Boden 1, 2, 3, 4 Stunden Close. Achtung, ich rede von einem Close, denn den haben wir bisher nicht gehabt. Ne, da sind wir hier wirklich
angetippt. Das seht ihr hier unten an dieser grüne, diese grüne Kerze angetippt, angetippt. Und jetzt sind wir bald auch schon wieder da. 4 Stunden Kerze darunter wird uns sofort in Richtung 35, das ist ja gar nicht, 3,57 Cent führen, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass wir das Ganze weiter runterbrechen und wir hier die 3,0 Cent sehen. In dem Fall würde deine Order ausgeführt werden, ne, bei 3,1 Cent. Das ist nämlich dann ziemlich genau diese Marke, die ich euch jetzt hier einzeichne. Hier. Hier. Ich glaube aber eher, dass wir hier runterkommen, denn ihr seht hier ein Wick rein, zwei Wick rein und von oben dieser Wick ebenfalls. Das ist die Marke von, ja, ziemlich genau 3 Cent. Sollten wir das auch noch nach unten hinbrechen, ja, dann können wir runter auf 2,5. Es ist, wie es ist. Jeder macht es anders, aber ich bin kein Dip-Käufer. Ne? Das bedeutet einfach nur, dass ich nicht ins fallende Messer greife oder greifen möchte, dass wenn wir, sag ich mal, hier runterkommen und es Serhat's Limit Order oder ne, Buy Order wird dann hier ausgeführt bei 31 Cent und dann kommen wir ein Stück hoch, machen eine kurze Erholung und dann brechen wir mit diesem berühmten H die nächste Linie und ballern dann komplett runter. Ne? Was heißt jetzt hier ballern wir komplett runter, Maria? Wo sind wir denn hinfahren? Ja, ganz ehrlich, wo sind wir denn hergekommen? Wir sind von null praktisch gestartet und haben einen Anstieg gehabt von 8.800% in 8 Tagen. Ne? Da, ne? Wo sollen wir hin? Richtig. Wir können genau dahin, wo wir hergekommen sind. Deswegen kaufe ich nicht so gerne wirklich, oder deswegen greife ich nicht so gerne ins fallende Messer, sondern verpasse lieber ein paar Euros und warte darauf, dass wir eine Linie nach oben hinbrechen, was für mich dann relativ safe ist. Das soll jeder machen, wie er möchte. Das ist nur meine bescheidene Meinung. Und so mache ich es nur. Ich wünsche natürlich jedem Glück, der dann irgendwo einkauft und dass der Kurs von da aus dreht in die richtige Richtung. Ich will ja auch gar nicht schon. Ja, okay. Wenn du es so meinst, okay. Aber wenn wir jetzt gesagt hätten, okay, wir wollen unsere Prozente sichern, ne, dann hätten wir hier aussteigen müssen. Okay? Dann hätten wir trotzdem von diesem Zeitpunkt aus nicht diese 41% verloren. Wenn du jetzt sagst, wir können es nicht shorten, hast du natürlich recht. Karim S. haut 1,90 drauf. Moment, kennst du Lord Roken Exchange? Den kenne ich nicht. Vielen, vielen Dank für den 1,90. Sehr, sehr dankbar wieder. Auch für die Kinder. Ja, Mai, ich wünsche es. Ich würde mal sagen, dann machen wir Schluss für heute. Ne? Wir haben wieder mal anderes zu tun und werden wir uns morgen wiedersehen. Ne? Also, wie gesagt, ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Bitte beachtet nochmal die Märkte heute. Es ist ja im Moment, oder es ist ja jetzt so ein bisschen das passiert, was ich gesagt habe. Wir haben hier eine kleine Rallye, eine kleine Erholung. 13.875 und hier im US genauso das an den Laufen, was ich gesagt habe. 33.000. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Es kann durchaus sein, dass wir noch ein bisschen weiter steigen. Ne? Bis zur grünen Linie vielleicht, 33.100. Aber ich denke, dass wir den Tag heute nicht im Plus beenden werden. Im Dow Jones, ne, im DAX, ja, ne, dann müssen wir noch 2,5% sinken, das denke ich nicht. Aber ich denke, dass wir hier nochmal runterkommen werden und dann werden wir bei Krypto wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mitgezogen, denn es gibt weiterhin keine positiven Nachrichten aktuell, es sei denn, ich habe irgendwas verpasst. Also, Analyse war bei Minute 7 ungefähr, um genau zu sein.
Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Start in diesen Montagabend. Ich hoffe, ihr habt den ersten Arbeitstag der Woche gut verbracht. Habt euch nicht irgendwie ärgern, foppen lassen oder was weiß ich. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Vielen, vielen Dank für die schöne, lustige Session heute wieder. Und wir sehen uns morgen früh im Update von Bitcoin, Ethereum und natürlich auch für den Allcoins. Schreibt mal noch mal ein paar Kommentare in das Allcoin-Update von gestern, von heute logischerweise. Dann können wir morgen da auch noch mal über die Coins drüber gucken. Habt einen schönen Abend und bis morgen.